Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet, heißt es in Markus 16. Bedeutet es also, dass die Taufe doch heilsrelevant ist und doch rettet? Definitiv nicht. Was bedeutet aber dann der Vers? Nun, die Bibel macht eindeutig klar, dass allein der Glaube an Jesus Christus ewig rettet für den Himmel. Denn wer an Christus glaubt mit dem Herzen, erfährt eine geistliche Wiedergeburt und wird damit ewig gerettet für den Himmel. Deshalb heißt der Umkehrschluss, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es heißt nicht, wer nicht glaubt und nicht getauft wird, wird verdammt werden, sondern nur, wer nicht glaubt. Denn allein der Glaube ist heilsrelevant. Aber es gibt eine erweiterte Perspektive auf die Errettung. Und gemäß der erweiterten Perspektive ist die Taufe ein Teil der Errettung, gehört zur Errettung, aber nicht als heilsstiftendes Element, sondern als bekennendes, als bezeugendes Element. Was bedeutet das? Die Taufe ist gemäß der Bibel eine von Gott gegebene symbolische Handlung als äußerliches Glaubensbekenntnis, als äußerliche Glaubensbezeugung hier auf der Erde. Und mit dieser Glaubensbezeugung der Taufe geht ein Stellungswechsel, ein Positionswechsel auf der Erde einher. Denn der Täufling wechselt auf der Erde in den Bereich des Christentums, dem Bekenntnis nach. Das heißt, dem Bekenntnis nach wird er ein geretteter Mensch. Denn mit der Taufe bekennt er sich zu Christus und seiner Rettung. Er bekennt, Christ zu sein. Er bekennt, ein geretteter Mensch zu sein. Damit ist die Taufe also eine symbolische Handlung, womit der Mensch dem Bekenntnis nach ein geretteter Mensch wird. Das könnte man auch als administrative Errettung bezeichnen. Und so wie der Heilige Geist das innere Siegel der Errettung ist vor Gott, so ist die Taufe das äußere Siegel dem Bekenntnis nach vor der Menschen gültig auf der Erde. Also wer glaubt mit dem Herzen an Jesus Christus, erfährt eine geistliche Wiedergeburt und ist damit ewig gerettet für den Himmel. Und wer getauft ist, legt ein Bekenntnis ab für Jesus Christus und ist damit dem Bekenntnis nach gerettet, dem Bekenntnis nach hier auf der Erde. Und so gehören die beiden Elemente zusammen als sozusagen vollumfängliche Errettung, sowohl innerlich durch die geistliche Wiedergeburt und äußerlich durch das Bekenntnis. Das ist der Gedanke in diesem Vers.